Yo, was geht ab? Sane ist wieder da und zwar mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 966. Es sind zwar schon heute Morgen ein paar kleinere Spoiler erschienen, bei denen war es aber nicht klar, ob es sich dabei um Fake-Spoiler handelt. Deswegen habe ich bis jetzt gewartet, bis die Quellen, woher ich meine Spoiler beziehe, bestätigt haben, dass es sich dabei um die richtigen Spoiler handelt. Der Titel des Kapitels wird lauten Roger und Whitebeard. Auf dem Cover wird Chiffon von drei unbekannten Marinesoldaten in Haft genommen. Wir sehen nichts bzw. nicht alles vom Kampf zwischen den Roger und den Whitebeard Piraten, aber diese dauert wohl einige Stunden, wenn nicht gar paar Tage. Roger räumt Oden mit einem Schlag aus dem Weg. Am Ende prallen Roger und Whitebeard mit Königshaki aufeinander. Der Kampf endet freundlich, wo die Piraten sich dann Schätze und Speisen teilen, sowie zusammen trinken und feiern. Roger tauscht sich mit Oden und Whitebeard über die Road Poneglyphe und Love Tale aus. Roger möchte daraufhin unbedingt Oden in seiner Bande haben und Oden schließt sich den Roger Piraten an. Am Ende des Kapitels sieht man, wie Oden Rogers Botschaft in die goldene Glocke von Shandia auf Skype hier einmeißelt. Das war's soweit mit den Spoiler-Texten, die wir bekommen haben, aber wie immer gibt es immer noch ein paar Bilder dazu, die noch ein bisschen mehr drumherum verraten. Und beim ersten Bild sehen wir, wie Roger und Whitebeard mit ihrem Königshaki und ihren Schwertern bzw. Whitebeards Naginata aufeinandertreffen. Die Machtwelle des Königshaki ist so enorm, dass es die ganzen Bande von Roger und die ganze Bande von Whitebeard im Hintergrund durch die Gegend fegt. Auf dem zweiten Spoilerbild sehen wir die Glocke von Shandora, denn die Roger Piraten zusammen mit Oden sind mittlerweile in Skype ja angekommen und wie wir darauf erkennen können, meißelt Oden irgendwas auf das Poneglyph drauf und welche Nachricht es ist, können wir uns natürlich denken, es ist nämlich die Nachricht, die Robin damals auf Shandora gelesen hat. Auf dem nächsten Bild kriegen wir einfach nur eine kleine süße Szene und zwar sehen wir Silver Rayleigh, wie er Momonosuke in den Arm hält und Roger, wie er Hiyori in den Händen hält. Und wie Roger dabei guckt? Einfach nur herrlich. Im nächsten Bild sehen wir dann, wie Roger eine Kopie eines Road Poneglyphs in den Händen hält. Vermutlich könnte es sich dabei um Big Moms Kopie handeln. Und er erklärt den Whitebeard Piraten bzw. zumindest Whitebeard und Oden, wie das Ganze mit den Road Poneglyphen funktioniert. Dass du vier von diesen sammeln musst, dann kriegst du Koordinaten und wenn du diese Koordinaten über Kreuz legst, kommst du auf die letzte finale Insel. Hierbei frage ich mich immer noch, ob das das Gespräch ist, was Roger und Whitebeard damals geführt haben oder zumindest irgendwie an demselben Tag stattgefunden hat. Dann haben wir noch ein Bild, wo Roger einfach nur die Magnetströme erklärt, dass sie alle zusammen eben auf eine letzte Insel führen und von auf dieser letzten Insel erfährt man dann eben von den Road Poneglyphen oder ähnliches. Und dann kommt eine ganz interessante Szene und zwar sehen wir den gesamten Kindergarten der Roger Piratenbande und der Whitebeard Piratenbande. Wir sehen auf der einen Seite Shanks mit ein paar Verletzungen und Buggy mit ein paar Verletzungen. Auf der anderen Seite haben wir dann Josu, Marco und Marshall D. Teach. Und diese unterhalten sich untereinander. Leider kann ich kein Japanisch übersetzen, deswegen weiß ich nicht, worum dieses Gespräch geht. Aber hat möglicherweise Blackbeard irgendwie bei dem Gespräch zwischen Whitebeard, Roger und Oden gelauscht, sodass er ein paar Informationshappen bekommen hat und irgendwas von irgendwelchen riesigen Schätzen erfahren hat und wie man die Welt erobern könnte oder ähnliche Sachen? Und könnte das dann der Anstoß gewesen sein, dass Blackbeard seinen Plan verfolgt? Beziehungsweise hat er da angefangen, dann eben diesen Plan zu planen. Dass er der böse Weltherrscher werden will, der heutzutage nun mal ja fast ist. Das wäre interessant, wenn das Ganze letzten Endes der Anstoß gewesen wäre, wenn Roger im Grunde der Anstoß dafür gewesen wäre, dass Blackbeard eben auf die dunkle Seite der Macht wechselt. Star Wars Referenz. Baby Yoda wäre stolz auf mich. Dann sehen wir auch ganz kurz den Kampf zwischen Oden und Roger und hier sehen wir einfach, wie Roger Oden mit einem mächtigen Hieb einfach wegschlägt und das muss wirklich, also hier haben wir einfach mal die Ausmaße von Rogers Kraft. Wir haben bisher gesehen, wie extrem stark Oden ist, Oden konnte sogar Kaido verletzen und Roger einfach mit einem Hieb, zack und weg, du Fisch. Dann eine Szene, die wahrscheinlich vorher passiert ist, denn eigentlich sollte Oden erst wohl gegen Silver's Rayleigh und Scopper Gabban antreten und da sehen wir, wie Silver's Rayleigh sein Schwert zückt und Scopper Gabban ist es bestätigt, er kämpft mit zwei Äxten und es sieht verdammt badass aus. Alter,
Scopper, du bist geil. Muss man einfach so sagen. Aber bevor es zu diesem Kampf zwischen Silvers Rayleigh, Scopper Gabban und Odin kommt, sehen wir nämlich einen Roger, der ganz aufgeregt und fröhlich zwischen die zwei springt und wahrscheinlich sagt er irgendwie sowas, halt nein, lasst mich gegen ihn kämpfen, ich bin so aufgeregt. Im letzten Spoilerbild sehen wir dann das Schiff der Gold Roger Piratenbande und wie sie abdampfen. Auf nach Skypia. Das war's auf jeden Fall mit den Spoilern für diese Woche. Ich freue mich schon auf das Kapitel morgen, ich hoffe ihr auch. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare unten, was haltet ihr denn von diesen Spoilern? Hat's euch gefallen? Wenn ja, lasst wie immer einen Like und einen Daumen noch. Einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe ihr natürlich morgen beim Review seid ihr dabei. Wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.